Señor, perdón, ¿qué es el nombre de este río? Río de Tamarindo. Ah, este es, das ist der, der Fluss Tamarindo. Und schaut euch mal da die schöne Landschaft an, da geht der Fluss herunter, ja, und mündet da ins Meer. Und da stehen so viele Boote und Bootsmänner. Ja. Das erste Mal, wie ich hier war, bin ich ja da, das sind ja da vielleicht 50 Meter bin ich rüber geschwommen. Ja. Das heißt, da von einem Strand zum anderen. Und wie ich dann rüber geschwommen bin, habe ich noch ein paar Exercises gemacht, ja, ein paar Liegestütze, so halb im Wasser, weil es schön kühlt. Und schaut sich diese wunderschöne Landschaft an. Da kann man mit dem Kanu hinauffahren. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, fuck, da gibt es doch, das ist doch ein Fluss, das ist eine Flussmündung. Ja. Da gibt es doch Krokodile. Heute weiß ich ja, man muss ein Boot nehmen, um überzusetzen, ja, weil sonst frisst einen das Krokodil. Und heute ist das für mich ja, ein Sinnbild dafür, dass wenn du aus dem Mainstream austrittst, ja, und wirst ein Aussteiger, ein Heretiker und ein Revolutionär, ja, praktisch hinüber an das andere Ufer, dann stellen sich dir die Krokodile in den Weg. Ja. Und zwar nicht nur oberhalb des Wassers, ja, sondern auch unter Wasser. Ja. Und das sind dann die Freunde, die in Wirklichkeit versteckte Hasser, Feinde sind, ja, versuchen dich zurückzuhalten. Ja, die sagen dann, ah, das bringt doch nichts. Was willst du denn da drüben machen auf der Playa Grande? Ne? Da gibt es ja nichts, ne? Außer Schönheiten und Muscheln und ein wunderbares Naturerlebnis, sonst gibt es ja da nichts. Ne? Und was willst du dort? Das ist ja alles nur für Spinner, für Idioten. Ne? Du musst ja von was leben, du musst ja von was leben. Ne? Das sind die Krokodile. Ja? Große Klappe und kleines Hirn. Ja? Das ist hier, da diese Bucht hier. Ja? Diese Mündung, Flussmündung, ist für mich ein Synonym, eine Metapher dafür. Und jedes Mal, wenn ich hierher komme, muss ich mir denken, ja, ich war ja auch einmal hier auf diesem Ufer, wo ich jetzt stehe, ne, immer ja, an diesem Ufer, und habe mich dann nie hinübergetraut früher, bis ich dann vor 7 Jahren die Reißleine gezogen habe und mir gesagt habe, ja, ihr kennt mich mal alle, ja, wofür arbeite ich eigentlich noch, ja, wofür, ja, das System, ja, hat mich auch schon krank gemacht, ohne dass ich es wusste, ne, oder es nicht richtig abschätzen konnte. Und ich gesagt habe, weg, weg. Ja. Und ja, und da bin ich jetzt. Und darf diese Schönheit sehen. Und genießen. Es ist jetzt 10.20 Uhr, ich habe gearbeitet bis 10 Uhr, ja, trinke schon mein erstes Bierchen und habe Siesta. Noch eine Stunde E-Mail und verdiene wahrscheinlich das Doppelte, mindestens das Doppelte, wenn nicht dreifache eines Durchschnittseinkommens in Deutschland und Österreich. Dank der Stiftung George Grow. Ja. Also vielleicht ist das was für euch als Aussteiger, Heretiker und Revolutionäre, die Stiftung George Grow. Seht euch das an, gibt es einige Infovideos, könnt ihr von zu Hause aus machen oder von irgendeinem Platz der Welt, als wo ihr wollt. Ja. Und ihr geht am besten von